Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu meinem kleinen persönlichen Angespielt von Astroneer. Astroneer ist ein Spiel, das ist schon seit 2016 auf Steam verfügbar. Ich habe es die ganze Zeit irgendwie immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, aber irgendwie kam das nie dazu, dass ich es doch mal richtig hätte angespielt. Jetzt sind dieses Jahr einige Updates gekommen und das Spiel wurde um einige Funktionen erweitert. Ich weiß nicht genau was, aber ich habe das jetzt zum Anlass genommen, einfach mal mein persönliches kleines Angespielt zu starten. Vielleicht machen wir ein Let's Play draus, wenn ihr auch Bock darauf habt. Was haltet ihr von Astroneer? Kennt ihr das schon? Kennt ihr es noch nicht? Wollt ihr es sehen? Ist, ja, wir werden sehen. Wir starten jetzt einfach mal in eine kleine neue Runde. Wir starten, wir haben diese kleine Landekapsel. Und mit dieser landen wir auf einem zufallsgenerierten Planeten. Die Grafik ist, ja, ist nett. Zweckmäßig ist nicht unglaublich schön, aber funktional. Ich denke, wir haben hier eine Voxelwelt, die wir sehr, sehr, sehr umfangreich terraformen und verändern können. Wir schauen uns einfach mal kurz um. Wir verlassen unsere Kapsel, wir kriegen hier noch ein paar Tipps, quasi ein kurzes Mini-Tutorial. Spielen uns jetzt einfach mal durch die ersten Tutorial-Missionen durch. Reise durch außerirdische Welten, ja, wie kann man laufen, wie kann man steuern, alles gut. Ich habe die Standardsteuerung erstmal drin gelassen. Dies ist unsere Unterkunft und hier haben wir unser Missionslogbuch und eine Art Landepad, wo dann unsere Gegenstände, die wir bekommen für die Missionen als Belohnung, wo die dann landen. Wir schauen einmal kurz ins Logbuch und ich würde behaupten, wir machen einfach mal so die ersten Missionen von oben nach unten durch. Belohnung für Planetenfall. Das war schon die erste Quest. Die haben wir natürlich schon gemeistert. Wir sind hervorragend gelandet und bekommen dafür unsere ersten Gegenstände. Wir holen die Belohnung ab. Hier landet es auch schon direkt. Ein kleiner Drucker. Mit diesem Drucker können wir uns Gegenstände herstellen, soweit ich das verstanden habe. Ich packe den einfach mal hin. So, der Drucker ist platziert. Was haben wir noch? Wir haben den Sauerstoffmacher. Ab in dir. Und den Sauerstoffmacher packen wir hier rein. Und mit gedrückter F-Taste können wir dich auspacken. Das sieht doch schon echt ganz nice aus. So, jetzt wird Sauerstoff generiert. Solange wir an dieser blauen Leine sind, werden wir mit Sauerstoff versorgt. Wenn sich die Leine trennt, ist die Versorgung unterbrochen. Dann gehen wir doch in die nächste Quest. Grundlagen. Was haben wir noch? Verbinde den Drucker mit Strom. Wir haben hier unten diese Anschlüsse, Kabelstecker. Und von hier aus können wir das Teil einfach verbinden. Das finde ich schon mal riesig. Gefällt mir gut, sieht schick aus. Nette Sache. Damit ist diese Quest auch abgeschlossen. Ab zum Terminal. Astroniering-Grundlagen erledigt. Questbelohnung abholen. Wir bekommen Verbinder. So. Ab zu dir. Wir können uns das, was wir jetzt hier aufgesammelt haben, die Verbinder irgendwie an den Anzug pappen. Supi. Und mit diesen Verbindern können wir unsere Wegstrecke, die wir zurücklegen können, erweitern. Wir setzen uns einfach mal ein paar Stück erstmal hier hin. Hier noch, hier noch, hier noch einen. So. Supi. Ah, guck mal an. Alles, was wir hier angeschlossen haben, wird anscheinend automatisch als Verbindung genutzt. Nice, nice. So, wir gucken noch mal kurz ins Questlog, was wir jetzt bekommen haben. Atempause. Verbinde einen Haltegurt zum Oxygenator. Haben wir gemacht. Direkt schon die Quest erledigt. Und wir bekommen dafür einen kleinen Kanister. Den brauchen wir auch sofort für die nächste Quest. Schnapp ihn dir und pack ihn irgendwo an deinen Rucksack. Na? Wie kann. Da. Jetzt ist er dran und jetzt können wir ihn benutzen. Die nächste Quest holen wir uns auch sofort. Bereitstellung und Ablagerung. Sammle Gemisch und sammle Harz. Hier mal Gemisch, hier mal Harz. Und Ablagerung sagt, fülle einen kleinen Kanister mit Erde. Dann machen wir das doch mal. Abbauen konnten wir, wenn wir. Nein, das nicht. E mit E, genau. Wenn ich E drücke, komme ich in mein Terraforming-Werkzeug und K
kann mir hier die Landschaft verändern. Wir bekommen organische Ressourcen. Ich glaube, hiermit bekommen wir Erde, wenn ich mich nicht irre. Sieht auf jeden Fall aus wie Erde. Also man kann sich die Landschaft natürlich richtig schön verschandeln, wenn man da Bock drauf hat, ne? Mal gucken, ob man das nachher auch wieder zumachen kann, weil ich möchte ja nicht so allzu riesige Löcher hier haben. Aber jetzt bauen wir hier erstmal Erde ab. Bis der kleine Kanister hier hinten cool ist. So, mit. Supi. Haben wir genug Erde? Jawohl, Ablagerung erledigt. Oh, guck mal, ich habe gar nicht auf den Sauerstoff geachtet. Jetzt brauchen wir noch. Als nächstes. Wir geben diese Quest einmal kurz ab. So. Wir sind ja gerade schon mal da. Ablagerung erledigt. Ich will einen kleinen Kanister mit Erde. Wir bekommen als Belohnung ein mittelgroßes Lager. Nein. Wir bekommen hierfür gar nichts. Außer Erfahrungspunkte oder was auch immer das gerade ist. So, weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier Harz bekommen. Genau, dieses gelbe Zeug ist Harz. Nehmen wir mit. Versucht mal nicht allzu viel kaputt zu machen. Und wir sind relativ weit von unserer Basis weg. Hol dir mal Sauerstoff. Gab es hier noch mehr Harz? Da liegt noch was. Nimm das mit. 3 von 4. Haben wir gleich genug Platz? 4 von 4. Jetzt benötigen wir nur noch die Ablagerung. Die Ablagerung waren, glaube ich, irgendwelche lustigen runden Kugeln. Dann packt hier nochmal was hin. Aber ich sehe im Moment keine. Doch, da hinten. Da sind wir natürlich wieder sehr weit weg. Genau, ich glaube, das sind die Ablagerungen, von denen es hier sehr wenig gibt. Na, dann laufen wir noch mal ein kleines Stück. Nicht vergessen, Sauerstoff aufzufüllen. Ich hatte das gerade schon einmal ganz kurz angefangen. Aber wie das so ist, musste ich noch mal neu starten, weil ich ein bisschen Blödsinn gemacht habe. Kein Problem. Das kenne ich von mir. Daher weiß ich auch, wie die ersten Sachen, die man so braucht, aussehen. Ansonsten bin ich ab jetzt in einem Modus, wo ich hier gar nichts mehr kenne. Da hinten steht was. Interessant. Gut. Großschlachten, ein altes Raumschiff? Keine Ahnung. Gucken wir uns gleich an, aber im Moment muss ich auf meinen Sauerstoffgehalt aufpassen. Und wo sind diese vermaledeiten Ablagerungen? Schauen wir noch mal hier. Oder sind die vielleicht unterirdisch diesmal? Da vorne waren ja ein paar kleine. Wir bauen uns noch mal ein paar Verbinder hier lang. Wie viele kann ich überhaupt noch bauen? Einen noch. Na gut. Und dann buddel ich hier einfach mal ein bisschen, weil hier habe ich ja gerade ein paar Ablagerungen gehabt. Vielleicht finden wir noch mehr. Beim letzten Mal lagen die sehr, sehr gut und deutlich sichtbar oberirdisch. Und hier müssen wir wahrscheinlich tiefer graben. Uiuiui, Junge, Junge. Aufgepasst. Also ich finde es auf jeden Fall schon ziemlich cool, wie man hier das Gelände terraformen kann. Äußerst nice gemacht. 3.4, ja, hier haben wir jede Menge Ablagerungen. Dann buddeln wir mal weiter. Ich glaube, wir bekommen dann gleich auch ein Lager als Belohnung, nicht wahr? 3.4. Nicht, dass ich mir hier so ein tiefes Loch baue, dass ich vielleicht gar nicht mehr rauskomme. So, wo sind die Ablagerungen? Vielleicht kann man die Ablagerung ja auch überall finden, da bin ich mir auch nicht sicher. Ich, wie gesagt, also ich kenne dieses Spiel im Grunde genommen noch gar nicht. Ich habe bei dem guten Hirnsturz heute gesehen,
dass er da auch ein kleines Let's Play zu macht. Aber er hat das ja schon öfters gespielt. Bei mir gibt es alles neu. So. Ein paar muss ich doch noch haben, oder? Luft, 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 Luft. Und ich denke, was kocht hier so? Bereitstellung. Sammle. Ich brauche nur noch ein ganz kleines bisschen Gemisch. Viel ist das doch gar nicht mehr. Ach komm, das ist. Gib mir das kleine bisschen Gemisch doch noch her. Das war's. Perfekt. Kann ich die Dinger auch wieder abbauen? Wie ist das, Leute? Da wäre ich natürlich sehr daran interessiert, ob mir das jemand sagen kann. Kann ich dich wieder einstecken? Ich kann es auf jeden Fall aufheben. Ich denke, ich kann das aufheben und ich kann es wahrscheinlich auch abbauen. Ich kann sie umsetzen, das ist schon mal gut. Aber ich habe wahrscheinlich gerade gar keinen Platz im Inventar, um irgendwas anderes aufzunehmen. Also, wollen wir doch mal schauen, was wir bekommen. Wir bekommen auf jeden Fall ein mittelgroßes Lager, mittelgroße Plattform und einen Sauerstoffmacher, schematisch. Ist das vielleicht eine Bauanleitung? Könnte sein. Packen wir uns erstmal die Plattform. Komm, lauf. Auf mit der Plattform. Ich würde sagen, ich stelle die Plattform mal. Kann ich nicht drehen? Ich habe jetzt gerade keine Idee, ob ich diese Sachen irgendwie noch drehen kann. Ich packe dich einfach mal hin und packe dich aus. Wir schauen uns das ja auch erstmal. Schön machen können wir schon. Wie gesagt, es soll alles erstmal ein kleines, aber feines angespielt sein. Und wenn das Spiel wirklich super viel Bock macht und die auch darauf Bock hat, dann machen wir mehr daraus. Das ist der Plan, das ist das Ziel. Bis jetzt muss ich sagen, wirklich ist das interessant. Lager angesteckt. Ich kann das Lager erweitern. Ich kann es aufheben, möchte ich nicht. Erweitern. Halten. Okay. Und jetzt? Wie kann ich denn jetzt Gegenstände darin ins Lager packen? Lagert Gegenstände nach Bedarf. Bietet 8 kleine Plätze. Kann zusammengeklappt oder erweitert werden, wenn aktiv. Okay. Schau mal deinen Rucksack. Kann ich das vielleicht einfach so hier? Aha. Interessant. Dann machen wir das so einfach mal. Dann haben wir hier ein Lager für organische Ressourcen. Nett. Ist mal eine andere Art, als immer mit diesen immer gleichen Kisten zu arbeiten. Hier sieht man direkt, was drin ist. Auch nice. So, wir haben noch Gemisch. Ach, witzig. Immer zu diesen schönen Knüppelchen zusammengepackt. Nicht schlecht. Interessant. Also das ist unser erstes Lager. Wir haben noch eine Plattform, die hole ich mir auch noch schnell. Und dann gucken wir noch, was wir als nächste Quest im Questlogger. Kann ich euch auch irgendwie zusammenpacken, dass das vernünftig aussieht oder nicht? Schade, also ich habe keine Idee. Anscheinend kann ich das nicht drehen. Aber sagt mir das bitte gerne, wenn ihr es wisst, wie man die Dinge drehen kann. Sonst sieht das ja irgendwann sehr unordentlich aus hier. Ah, fein. Und jetzt kann ich das untereinander verbinden. Auch cool. Leute, irgendwie, ich muss sagen, finde ich das Ganze schon äußerst interessant. Und ich habe noch eine Menge Gedöns hier an meinem an meinem Rucksack kleben. Stark. Äußerst witzige Ideen. Eine Sache probieren wir mal noch. Wie war das? Man konnte doch irgendwie hier so nette kleine Emotes machen. Schick, schick. Dann machen wir noch eins. Was haben wir noch? Hm. Ja, nice, nice. Wir machen mal eine Sache, Leute. Wir stellen uns mal so ein bisschen hier ins Licht. Drehen die Kamera passend. Und dann machen wir unseren schönen kleinen Screenshot. Und das Thumbnail. Nice.
Leute, gefällt mir auf jeden Fall gut. Also, ich habe da Bock drauf. Ich werde auf jeden Fall ein paar Folgen machen und mir das ein bisschen näher anschauen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst mir gerne eure Kommentare da, wie euch das Spiel gefällt. Seid ihr am Start? Habt ihr Bock, mit mir ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen? Kommentiert das Video, liked das Video, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Ich freue mich und ich bin raus, euer Game Grumps.